Jetzt kommt eine Frage, die finde ich ganz gut. Garrett Larker kennt offenbar dein Buch und fragt, wann war dein letzter Backpfeifentango? Ganz ehrlich. Ja, ehrlich bitte. Ja klar, ich bin immer ehrlich. Als ich aus dem Knast kam, hatte ich tatsächlich mal ein kleines Problem mit jemandem. Dem habe ich dann eine geschossen. Kann ich ja sagen, das ist ja mittlerweile verjährt. Dem habe ich dann eine geschossen und der hat sich dann langgelegt. Das war 2016, ja. Aber du wolltest dich doch ändern nach dem Knast. Ja, habe ich ja jetzt gemacht. Ja gut, aber wie gesagt, das sage ich auch jedem. Ich sage jedem, der mir zuschaut auf meinem Kanal, geht jedem Streit aus dem Weg. Also mich schreiben ja auch Leute an, die ins Gefängnis müssen, wie sie sich dann da verhalten sollen. Dann sage ich, geht jedem Streit aus dem Weg, versucht einen Job zu kriegen im Knast, bis euch jemand angreift, also körperlich angreift. Und ich lasse mich auch heute nicht körperlich angreifen. Das wird auch sich nie ändern. Solange ich mich körperlich wehren kann, werde ich das auf jeden Fall tun. Wenn ich mal ein alter Mann bin, dann geht es halt auch nicht mehr. Und wenn du jetzt beispielsweise in der Disco oder in einer Kneipe jemand gegenübersteht und dann beleidigt er dich und guckt dich doof an? Dann sage ich zu ihm, er soll die Fresse halten und dann gehe ich wahrscheinlich weg. Das schaffst du? Ja, klar. Aber das passiert mir eigentlich nicht, ganz ehrlich. Ich gehe ja auch in Clubs und das passiert mir eigentlich nicht wirklich. Also ist mir, ganz ehrlich sage ich mir, das ist noch nie passiert, jetzt seit ich draußen bin. Früher ja, und dann hat es halt gescherbelt. Justize TM möchte wissen, was war früher nötig, damit du jemandem eine langst? Früher hat es schon gereicht, wenn mich einer blöd angeschaut hat. Das habe ich schon als Provokation empfunden. Dann bin ich hingegangen, habe ich gesagt, schau nicht, oder warum schaust du mich so blöd an? Und wenn dann ein dummer Spruch kam, dann hat es einen auf die Fresse gegeben, ja. Damals, wie gesagt, damals. Darf ich mal fragen, wie oft ist sowas passiert? Jede Woche? Einmal im Monat? Damals. Tatsächlich wöchentlich, manchmal täglich. Kein Scherz. Ziemlich oft. Hast du bewusst diese Konflikte gesucht, weil du das brauchtest, jemanden zu verprügeln? Nö. Also es hat mir Spaß gemacht, ja. Aber ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Okay, lassen wir mal so stehen. Also, Clay22 will wissen, wenn du eine Schlägerei hattest, warst du dann im Tunnel? Konntest du dich dann noch zügeln? Nein. Tatsächlich nein. Also es war eigentlich bei mir immer so, traurig, aber war so, dass meine eigenen Leute, die ja mit mir befreundet waren, oder meine Leute, zum größten Teil auf mich dann losgegangen sind, beziehungsweise mich abgehalten haben, davor noch was Schlimmeres zu tun. Tatsächlich war so, ja. Also ich war nie der Stärkste, aber ich galt damals immer als der Brutalste, ja. Darf ich mal fragen, warum hattest du so überhaupt keine Hemmung? Warum warst du nicht zu bremsen? Warum mussten deine eigenen Leute dich davon abhalten, ganz schlimme Dinge zu machen? Noch schlimmere Dinge, als du schon gemacht hattest. Weil ich damals komplett ein anderer Typ war. Ne? Ich war einfach ganz anders drauf. Mir war alles scheißegal. Das war eine Mischung aus Drogen, Frustration, genau. Keine Ahnung, was war's? Genau, zum Beispiel Frustration trifft's ganz gut, ja. Ich hatte zum Beispiel Probleme mit meiner damaligen Partnerin. Oder irgendwas anderes hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann musste diese Aggression musste dann irgendjemandem raus. Und dann, ich habe das nicht gesucht, aber wenn mich dann einer nur blöd angeschaut hat, dann ja, dann hat das schon gereicht. Ja, Frustrationsabbau, ja. Ich weiß, total Schwachsinn und Scheiße, ja. Aber es war halt so. So, der User Deepfield23, ich glaube, das ist derjenige, der am meisten Fragen geschickt hat. Ja, habe ich auch gerade das Gefühl gehabt, den habe ich schon ein paar Mal gehört, den Namen. Also Deepfield23 möchte wissen zum Thema Gewalt und Kriminalität. Gibt es Aktionen aus der Zeit in Weimar, Jena, die du heute bereust, beziehungsweise würdest du alles jederzeit wieder so machen wie damals? Nee, so würde ich es natürlich nicht mehr machen. Das habe ich ja vorhin schon eingangs gesagt, oder? Das funktioniert ja so nicht, weil ich habe es ja maßlos übertrieben. Ich würde heute tatsächlich hingehen und würde versuchen, eine Koexistenz mit den anderen Clubs leben zu. Verstehst du, was ich meine? Also, dass ich denn nicht. Du würdest gerne in Frieden mit anderen leben. Genau. Weil dieses Theater kam ja von mir, da übernehme ich die volle Verantwortung. Ich war ja derjenige, der die Entscheidungen getroffen hat. Ich war derjenige, der gesagt hat, ey, die passen mir nicht, oder die haben so zu funktionieren, wie ich das gerne möchte. Das würde ich so nicht mehr machen. Weil heute würde ich sagen, du, wenn die nicht zu mir ins Clubhaus kommen wollen, dann soll jetzt halt irgendwo anders hingehen, wäre mir doch scheißegal. Weil durch solche Typen wie mich entstehen ja solche Berichte. Verstehst du, was ich meine? Das war natürlich ein fataler Fehler, ja. Aber da trifft niemand die Schuld, außer mich selber.
Und du glaubst, heute könntest du damit gelassener umgehen als damals? Na klar. Denke ich ja. Wie ist dieser Wandel zustande gekommen? Du hast ja vorhin schon gesagt, ich will es jetzt nochmal wiederholen, das ist Alter. Okay. Was bereust du am meisten aus der damaligen Zeit? Aus meinem gesamten Leben oder aus der damaligen Clubzeit? Nee, der User Deepfield23 fragt ja, was du konkret bereust oder was du bereust aus der damaligen Zeit in Weimar, Jena. Es geht jetzt nicht um dein ganzes Leben, sondern ach so, okay, um die Zeit in Jena, Weimar. Ich bereue eigentlich nicht wirklich was, ganz ehrlich. Mhm. Ich bereue eigentlich nicht wirklich was. Es war so, wie gesagt, ich habe vieles falsch gemacht, ja. Aber dass ich jetzt irgendwas bereuen würde, so nein, das habe ich ja schon mal in einem unserer Verhörs gesagt, das, was ich den Frauen angetan habe, das tut mir unsagbar leid, aber alles andere nein. Und ich werde auch im nächsten 10. Interview werde ich auch wieder nichts anderes sagen, weil das wäre gelogen, das ist so und fertig. Ein anonymer User und Jan Beising möchten wissen, warst du schon damals in der Heimatstadt Singen kriminell? Ja, klar. Und welche Vorfälle gab es im Landkreis Konstanz mit dir? Einige. Und ich war schon kriminell früher, ja. Was gab's? Diebstähle, Einbrüche. Muss man besser fragen, was gab's nicht? Sexualstraftaten natürlich, oder? Jetzt am Abschirm habe ich nichts am Hut. Aber sonst war es ziemlich alles dabei, ja. Also mehrere Gewaltausbrüche, ja. Also mehrere Körperverletzungsdelikte, Einbrüche, Diebstähle, solche Sachen halt. Würdest du sagen, hast du für deine Taten, die du begangen hast, angemessen im Gefängnis gesessen? Zu wenig, zu viel? Angemessen. Angemessen? Also für das, was ich jetzt in Thüringen gesessen bin, das war zu viel. Aber wenn die wüssten, was ich alles schon vorher gemacht habe, dann war es angemessen. Also so rechne ich das immer auf, passt schon so. Also Karma. Genau. Hat sich ausgeglichen. Ja, könnte man so sagen, ja. Ein weiterer anonymer User fragt, was war das Brutalste in Bezug auf Gewalt, was du bisher gemacht hast? Wahrscheinlich ja, wenn ich mit dem Messer agiert habe. Nehme ich jetzt mal an. Ich persönlich empfand es damals nicht als wirklich so schlimm. Für mich war es normal, damals. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Zuschauer hier schon das als das Brutalste überhaupt ansieht. Denke ich jetzt mal. Warum brauchtest du mal ein Messer? Du hast auch eine Hand und eine Faust. Ja, klar. Das ging halt schneller. Damals. Was ging schneller? Den anderen sozusagen aus dem Rennen zu nehmen oder so? Ja, ja, klar. Wie gesagt, das heiße ich heute nicht mehr gut. Aber es war halt so. Wie gesagt, ich hatte damals auch Alkohol getrunken. Ich weiß, das ist keine Entschuldigung. Und wenn ich auf Kokain war, dann war das sowieso viel schneller so. Das sind mit alles Gründe dafür, warum ich die Scheiße nicht mehr machen will. Der Waffenträger fragt, deine schönste und schlimmste Erfahrung im Rockerclub, für dich persönlich. Was war das Schlimmste für dich? Also das Schlimmste war für mich tatsächlich das, wo der Raffi angeschossen wurde am 17. Januar 2007, wo das SEK reinkommen ist und dann mich verhaftet hat. Das war das Schlimmste. Und eins der schönsten Erlebnisse war tatsächlich auch wieder mit dem Raffi verbunden. Oder das war da, wo ich sein Trauzeuge sein durfte. Das war am 8.8.2008. Beschreib nochmal die Situation bei der Schießerei. Was war da los? Wie ist das zustande gekommen? Das war die Geschichte mit dem Tätowierstudio. Also da hatte ich einen Tätowierer angesprochen, den ich anhand seiner Bomberjacke, wo ja die Werbung drauf war, seines Studios, den hatte ich angesprochen, mit dem Memo übrigens zusammen im Einkaufszentrum. Hab den gefragt, ob er Interesse daran hat, das Studio zu verkaufen. Da hat er gesagt, nein, das hat er nicht. Weil seine Frau ja noch mit tätig wäre drin, die würde Nägel machen. Dann habe ich gesagt, das ist kein Problem. Die Frau kann ja auf jeden Fall weiter da drin machen. Hat er kein Interesse gehabt. Dann war das Gespräch, habe ich gesagt, denk nochmal drüber nach. Vielleicht überlegst du es dir ja nochmal. Und dann war die Geschichte erledigt. Dann bin ich gegangen. Und dann eine Stunde später kam ein Taxifahrer, ein guter Freund unseres Chapters von Jena damals. Hat gesagt, Janis, er hat einen Kollege, also dieser Tätowierer, der war ein Kollege von dem wohl, es war sicher so, ja. Und der hätte total Angst vor mir gehabt, weil ich einen Anspruch hätte aufs Tätowierstudio und ob der mal mit mir sprechen könnte. Dann habe ich zu dem gesagt, ja, bring den sofort hierher, das klären wir sofort, da passiert gar nichts. Dann kam dieser Tätowierer zu uns ins Clubhaus hoch, dann habe ich dem das Angebot nochmal gemacht.
Hat er gesagt, das möchte er eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, das denkt nochmal nach. Dann hat er gesagt, er aber eine Woche Bedenkzeit bekommen könnte. Dann habe ich ihm sogar 2 Wochen eingeräumt. Dann kam nichts mehr. Irgendwann hat sein Auto gebrannt. Genau, das Auto hat gebrannt. Dann, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Irgendwann kurz danach oder ein paar Wochen später, das weiß ich jetzt, kann ich zeitlich jetzt nicht mehr einordnen. Und dann auf jeden Fall, eben am 17. Januar, das weiß ich sicher, hatte mir nämlich Geburtstagsparty von 2 unserer Leute, ein Bandido-Member und ein Chicano, der Uli, den kennst du auch. Die hatte gleichzeitig Geburtstag, haben wir da eine Geburtstagsparty im Clubhaus gehabt und auf einmal sind die Bretter aufgeflogen, also sprich die Eingangsbereiche vorne und auch hinter, dann ist das SEK reingerannt, hat sofort reingeschossen und die haben sofort reingeschossen. Da hatte keiner eine Blendgranate, eine Handgranate oder Art Ähnliches, was nachher behauptet wurde, das stimmt gar nicht. Der Raffi wurde angeschossen, ich wurde verhaftet, das war die Geschichte. Und das war so eigentlich die schlimmste Erfahrung, was ich gemacht habe. Oder das schlimmste Erlebnis, was ich so selber erlebt habe. Der User RemixEDTV schreibt, welche Drogen hat Janis Eckert in seiner Zeit konsumiert und welche Rolle hatten Drogen, Medikamente etc. in der gesamten Rockerwelt von ihm und den anderen Mitgliedern gespielt? Wurden Leute bestraft, wenn sie high waren? Oder was passierte, wenn jemand in einen Entzug gehen musste, da man ja in dieser Zeit nicht für den Club dort sein konnte? Also bei mir im Chapter gab es das überhaupt gar nicht, dass irgendeiner in Entzug gehen musste. Gar nie. Ich selber habe gekifft, klar, bis zu meiner Verhaftung, ja, Gras geraucht. Und wenn jemand was anderes genommen hat, das hatte man ja auch schon, da gab es tatsächlich einen, den habe ich 3-mal verwarnt. Beim 3. Mal ist er umgefallen, beziehungsweise ich hatte ihn 2-mal verwarnt. Beim 3. Mal habe ich ihn platt geschlagen und aus dem Club rausgeschmissen, ja. Das ist passiert, der hatte Kokain zu sich genommen gehabt. Warum waren Drogen bei dir verpönt, also harte Drogen in Anführungsstrichen, also warum war Kokain verpönt, was war der Hintergrund, warum macht man sowas? Der Hintergrund war, oder, weil ich selber Kokain genommen hatte bis 1995, weil ich weiß, wie unberechenbar man da wird. Und ich habe es ja am eigenen Leib damals schon erfahren als gelber Ghostwriter, da wurde ich ja auch verraten von jemandem. Und dieser jemand, der war selber auf Kokain und meine Erfahrung ist, dass die Leute, die auf Kokain sind, wenn die dann mal eine Weile lang im Gefängnis sitzen und das Zeug nicht mehr haben, also dieses Kokain, dann werden die ziemlich gesprächig. Und das wollte ich direkt in Jena oder beziehungsweise in meinem Chapter dann sofort, einen Riegel vorschieben, dass sowas nicht nochmal passieren kann. Also aus Erfahrungswerte hatte ich gesammelt bis 95 selber oder beziehungsweise bis 2000 und dann wollte ich dieses Ding nicht nochmal passieren lassen, dass aufgrund von Drogenkonsum irgendjemand umfällt und dann Aussage machen würde. Wenn denn irgendjemand Straftaten begehen würde, was ich ja gemacht habe. Das war der Grund. Und dann kommt natürlich gravierend hinzu, ich persönlich finde es einfach nur ekelhaft, wenn mich jemand anquatscht, der total truff ist, das hatte ich natürlich auch schon erlebt, oder total besoffen ist, da könnte ich kotzen, wenn da nur noch ein Geblubber rauskommt, da komme ich gar nicht klar drauf und sowas ekelt mich an. Und sowas wollte ich nicht haben und fertig. Und deswegen habe ich gesagt, das läuft jetzt und fertig. Und ich selber, wie gesagt, habe ja Gras geraucht bis zu meiner Inhaftierung. User, ich bin Nummer 6, fragt, war der Club in Weimar leicht rassistisch? Überhaupt gar nicht, null. Null. Das habe ich auch schon oft gehört, nein. Wie gesagt, ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Memo war ein halber Italiener. Der Raffi ist ein Pole. Was haben wir da noch gehabt? Ja, das war's schon, oder? Und nein, wir hatten tatsächlich, ich gehe mal davon aus, dass aufgrund dieser Tatsache diese Frage überhaupt gestellt wird, wir hatten 2 Leute dabei, die tatsächlich mal vorher in der rechten Szene waren. Das gab's bei mir, das war sofort vorbei. Habe ich gesagt, das läuft hier gar nicht, so einen Scheiß will ich mit so einem Dreck will ich nichts zu tun haben. Und das weiß auch jeder, der mich kennt. Also ich möchte es nochmal wiederholen. Ich hasse Kinderschänder, Kindermörder, Vergewaltiger, Tierquäler, Nazis, Faschisten und Rassisten. Ich hasse aber auch Islamisten. Also Leute, die aufgrund ihrer Religion, die Religion vorschieben und dann Leute ermorden. Sowas finde ich zum Kotzen, oder? Und ich hasse auch Verräter, oder? Mutti Ellen schickt die Frage, wo ist deine Bandido-Kutte? Die habe ich natürlich abgegeben. Die Kutte bzw. das Patch, das bleibt immer Eigentum des Clubs. Also wenn du nicht mehr dabei bist, gibst du das ganz normal ab. Das weißt du aber vorher schon alles. Das ist absolut legitim so und das ist auf der ganzen Welt so. Wenn du nicht mehr Member eines Clubs bist, dann bleibt das Patch in dem Club zurück. Das ist ja klar. Habe ja gar kein Anrecht mehr darauf. Wie läuft sowas praktisch? Also du packst die Kutte in eine Tüte und bringst sie zum nächsten Präsi oder wie läuft sowas? Also bei uns war es damals so, wir hatten ja das Chapter aufgelöst gehabt, komplett. Dann kam jemand aus einem anderen Chapter und dann habe ich den angerufen, habe gesagt, du pass auf, Punkt, 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 also der Name.
komm bitte vorbei, hol alles ab, wir treten jetzt alle im Guten aus dem Club aus. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Und dann kam dieser jemand eben vorbei und dem habe ich dann alles übergeben. Was ja auch absolut korrekt so ist. Gehört sich ja so. User MK möchte eine Antwort auf die Frage, würdest du nochmal in einen Club gehen? Wenn ja, in welchen? Nein, ich hätte diese Zeit nicht mehr heute. Das ist die Antwort auf die Frage. Ich hoffe, ich konnte diesen jemanden zufriedenstellen mit dieser Antwort. Okay. Jean Mee schreibt, hast du selbst mit den Hells Angels Ärger gehabt oder war das für dich eine Ehrensache als Bandido, kein Angel zu werden? Diese Frage hat sich nie ergeben, weil ich war ja Bandido. Also da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber es gab mal Gerüchte, dass du zu den Hells Angels wechseln wolltest. Es gab auch einen Zeitungsartikel, wo ich zu den Mongols wechseln wollte. Ja? Und totaler Blödsinn. Ich hatte Kontakt zu Hells Angels damals, ja. Freundschaftlichen Kontakt zu dem Präsident, zum damaligen Präsident von Leipzig, ja. Aber das hat nichts mehr mit Wechsel zu tun gehabt. War das nicht verpönt, innerhalb des Clubs so freundschaftliche Kontakte zu haben? Das ist natürlich verpönt dann, wenn die Leute wissen, in deren Kopf, oder? Wenn die wissen, dass Hells Angels und Bandidos ja total im Krieg leben, dann ist es natürlich verpönt, wenn diese zwei Leute auf einmal Kontakt haben. Aber da es ja diesen Krieg gar nicht so gab, wie gesagt, das wird ja maßlos übertrieben immer, da gab es auch andere Kontakte, klar. Da gab es also nicht nur diesen Kontakt von mir zu diesem damaligen Präsident, sondern es gibt ja auch andere Kontakte zwischen Bandidos und Hells Angels. Schau mal zum Beispiel ins Internet, da siehst du zum Beispiel Hells Angels und Bandidos zusammen auf einer Beerdigung, das habe ich selber schon gesehen, wie sie beide zusammen die Erde reinmacht. Oder in Skandinavien auch. Das ist immer nur dann verpönt für jemand, der glaubt, ey, das ist doch, die leben noch im Krieg, wie kann denn das sein? Die sind natürlich dann erstmal erstaunt und denken, ey, das kann doch gar nicht sein. Und damals, als ich noch bei den Bandidos war, um auf den Kontakt zurückzukommen, das wussten die Leute natürlich auch alle, oder? Dass ich diesen Kontakt hatte. Also das wusste jeder, nicht nur in Jena, oder? Das wussten auch andere in Deutschland. Und es war kein Problem, warum denn auch? Bist du nicht dafür kritisiert worden intern? Nein. Okay. Nein. So. Der User YouTube-Kacke. Ich finde das unfassbar, was die sich für Namen zulegen. Das ist ein Wahnsinn, oder wird's, ja. Gottes Zoo ist groß und vielfältig, sage ich immer. Ja, klar, das können ja keine. Also, der User, ich wiederhole den Namen jetzt nicht mehr. An wen muss ich mich wenden, wenn ich zu den Bandidos oder Hells Angels will? Soll ich einfach in ein Münchner Clubhaus gehen? Dann möchte jemand eine Anleitung haben, Rocker zu werden. Wie würdest du das machen? Also jetzt, wenn ich jetzt im Raum München wohnen würde, dann wäre das schon naheliegend. Also wenn ich jetzt aus Hamburg oder Berlin kommen würde, wäre es ein bisschen schwierig, nach München zu fahren. Auch das wäre natürlich möglich. Aber wenn ich dort tatsächlich, wenn dieser jemand tatsächlich Interesse daran hat, dann würde ich gucken, dass er erstmal Kontakt zu irgendjemandem von den Leuten bekommt. Und wenn er denn, oder vielleicht hat er sogar schon Kontakt, dann soll er da einfach mal hingehen und dann soll er sich das mal anschauen. Glaubst du, dass die Clubs Interesse an jemandem haben, der bei YouTube fragt, wie komme ich denn ins Club? Nein, natürlich nicht. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, aber alles ist möglich. Du hast ja gerade gesagt, Gott ist, was ich sage, Vielfalt ist für... Gott ist so groß und vielfältig. Genau, ja. Also, vielleicht öffnet auch demjenigen dann einer die Türe irgendwo. Entweder im Hells Angels oder im Bandido Clubhaus. Wäre ja möglich. Wie ist denn das so? Kommen die Leute eher zum Club und fragen, kann ich bei euch mitmachen? Oder suchen die Clubs oder sehen die Clubs Leute, die sie interessant finden, fragen, ey, willst du nicht mal zu uns kommen? Wie läuft das in der Regel? In der Regel läuft es weder so noch so. In der Regel läuft es eigentlich so ab, dass du schon jemanden kennst aus so einem Club. Ja. Und wenn es nur ein Supporter ist, der dich dann mal mitnimmt, eigentlich in der Regel muss schon eine Freundschaft vorher bestehen. Weil ich meine, ich gehe jetzt heute, was weiß ich, keine Ahnung, ja, das ist schwachsinnig, oder eigentlich, oder? Nee, es sollte schon vorher eine Freundschaft bestehen zwischen jemandem aus dem Club und einer Zivilperson, ich nenne sie immer Zivilperson, und der soll dann nimmt der den mit, so läuft es in der Regel ab, dann nimmt der den mit, lädt den ein ins Clubhaus und dann schauen die Leute sich gegenseitig an, dann lernt er ja die anderen auch kennen und dann stellt er ja fest, passt es zu mir oder aber auch nicht. Und auch die stellen dann fest, würde der überhaupt zu uns passen? Das geht natürlich Wochen, Monate. Matcha will ein Geheimnis aus dem Verhör gelüftet haben. Verrätst du bitte, wer der Intrigant aus Ulm ist und was er heute macht? Nee, dazu möchte ich nicht sagen. Das ist intern, das ist lange her, möchte ich nicht drüber sprechen, nein. Jeder, der diese ganze Szenerie miterlebt hat damals und der meine Geschichte kennt,
mich persönlich auch kennt, oder, der weiß, wer das ist. Aber das möchte ich jetzt so nicht erzählen. Nee. Warum denn? Bist du noch sauer auf den Typen? Nö. Der ist mir scheißegal mittlerweile, ganz ehrlich. Und ich sag das auch ganz ehrlich, mir ist sogar mittlerweile der Memo scheißegal. Ganz im Ernst, es bringt nichts. Es führt ja zu nichts, das habe ich festgestellt in den vergangenen Jahren, es führt ja zu nichts, wenn ich mich durchgehend damit beschäftige, oder was das für Leute sind oder was da passiert ist, da komme ich halt nach vorne. Dann würde ich ja die ganze Zeit mich mit der Scheiße beschäftigen, habe ich aber keine Zeit dafür, verstehst du? Kannst du einmal ganz kurz erklären, wer der Memo ist, damit sie der Memo ist derjenige, der ins Zeugenschutzprogramm, der mal irgendwann Vizepräsident bei mir im Chapter war, der dann ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist, weil er unter dem Druck des Gefängnisses zusammengebrochen ist. Da hat er sich dafür entschieden, ins Zeugenschutzprogramm zu gehen, und dann somit hat er sich ja aus dem Gefängnis rausgekauft. Das ärgert mich zum Beispiel auch immer wieder, jetzt, um nochmal auf die von dir genannte Person zurückzukommen. Das, die Leute sagen, die fügen ja auch immer an, ja, ich habe ja deswegen keine Vorteile gehabt. Der Vorteil ist ja dann schon, dass sie aus dem Gefängnis rauskommen. Das ist ja schon mal ein riesen Vorteil. Das ist ja eigentlich der wichtigste Vorteil überhaupt für diese Leute. Oder dass sie vorzeitig entlassen werden oder dass sie früher oder weniger Haft bekommen oder sowas. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und der Memo hat sich dafür entschieden, ins Zeugenschutzprogramm zu gehen und dann alle möglichen Geschichten über mich zu erzählen, was ich alles schon für Straftaten begangen hätte. Einiges war tatsächlich wahr. Der größte Teil, sage ich dir ganz ehrlich, 90% davon war gelogen. Selbst die Polizei, die mich ja unbedingt haben wollte, habe dann zu ihm gesagt, wenn man dich hört, das habe ich aktenkundig alles, oder, also das könnte ich dir auch sofort zeigen, selbst die Polizei hat gesagt, wortwörtlich, jetzt hätte ich fast Bullen gesagt, oder ganz ehrlich, selbst die Polizei hat gesagt, du mal, wenn man dich hört hier, oder, dann war ja alles der Janis, oder? Also, ja, ich will mich damit gar nicht mehr beschäftigen, ganz ehrlich, oder? Regt dich das auf? Was? Regt dich das auf? Merkst du, dass du dann unruhig wirst, wenn du... Nein, überhaupt nicht. Nee? Nein, ehrlich, ganz ehrlich, nein, überhaupt nicht. Interessiert mich nicht mehr. Abgehakt, fertig, oder? Soll mich am Arsch lecken, soll mich nicht grüßen, soll einfach weiterlaufen, wenn er mich sieht, und fertig, oder? Also zum Kaffee trinken würde ich mit ihm mitgehen, oder? Der User Danny H. aus Berlin fragt, welche freundschaftlichen, materiellen oder finanziellen Überbleibsel gibt es noch aus deiner Zeit bei den Bandidos? Gar keine. Gar nichts. Keine Freundschaften, keine... Achso, dann habe ich dich akustisch jetzt nicht verstanden. Freundschaft, ja klar, logisch, natürlich. Ich habe natürlich weiterhin Kontakt zum Bandido in Sizilien, zum Uche, den habe ich ja in den Club reingebracht. Den kannte ich ja schon vom Boxen, von klein auf, oder? Wieso soll ich jetzt den Kontakt zu dem abbrechen? Das wär für mich schon eine Form von Verrat, weil der Mann, mit dem bin ich ja an der Türe gestanden, mit dem habe ich zusammen geboxt, mit dem habe ich 40 Jahre verbracht. Jetzt ist es raus, jetzt weiß jeder, wie alt ich bin, oder? Schöne Scheiße. Aber verstehst du, warum sollte ich denn dem den Kontakt abbrechen? So ein Schwachsinn. Den Kontakt gibt es natürlich, klar, logisch. Ich habe auch Kontakt zu einem von den Hells Angels. Das ist einer meiner Landsleute, das ist ein Bruder von mir, der hat mir nie was Böses getan. Ich bin mit dem immer super ausgekommen, den werde ich jetzt hier namentlich nicht nennen. Ja. Er weiß ja, wen ich meine. Wieso soll ich denn den Kontakt zu den Leuten abbrechen? Ich bin mit den Leuten immer klargekommen, das wäre schwachsinnig, oder? Zuschauer Mark S. will wissen, wie werden die Patches beschafft? Lässt diese jedes Chapter selbst produzieren oder kommen die aus den USA? Das sagte ich ja eingangs schon, oder? Das hatte ich dir im Vorgespräch schon gesagt, oder? Ich werde hier über Internas des Clubs, der Bandidos nicht sprechen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, warum das so wichtig sein soll. Kein Problem, kann ich ja gerne die Frage stellen, gar kein Problem. Dazu gibt es keinen Kommentar von mir. Machst du einfach nicht? Nö. Müssen wir akzeptieren, ne? Ja, finde das jetzt auch nicht so ein wichtiges, einschneidendes Ding. Also das ist jetzt nichts Wichtiges, ist jetzt auch nichts wirklich Geheimes, aber ich möchte über Internas nicht sprechen. Wie gesagt, alles, was mich betrifft, kann ich natürlich erzählen, aber wen geht das was an? Das spielt ja auch keine Rolle eigentlich.